jetzt fahre ich falsch. So, jetzt müssen wir noch da lang fahren, geradeaus, weil das ist da links unten. Und jetzt müssen wir einen Parkplatz finden. So, warte mal, da. Wo ist das P? Da ist das P. Da. Ja, aber ich darf doch nicht. Ich muss doch hier fahren. Wo ist das P? Da. Das geht da runter. Das ist unterirdisch. Da musst du links, da. Ja. Na, endlich haben wir unser Parkhaus. Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Der gute Holger und meine Wenigkeit sind jetzt tatsächlich mal in den Flieger wieder eingestiegen und sind dann nach Porto geflogen, haben dort ein Parkhaus gefunden. Nee, gar nicht wahr. Wir haben gar kein Parkhaus da gefunden. Wir haben das in Brüssel gefunden. Ne? Und da hast du es fotografiert, damit du weißt, wo es ist. Und du glaubst ja nicht, dass wir das Auto wiederfinden, aber wir werden es wiederfinden. Das denke ich auch, ja. Nein, wir haben einen Mietwagen bekommen, den größten, den es hier gerade in Porto gibt. Und mit diesem Mietwagen sind wir dann jetzt zu Ad Novion gefahren. Ad Novion steht für, wie war das nochmal? Art und Innovation. Art und Innovation. Und der eine oder andere, der unseren Kanal hier schon immer wieder mal reingeschaut hat, wird gesehen haben, dass wir zuletzt auf der ISE in Barcelona ein sehr ausführliches Video auch mit diesen Produkten dort gedreht haben und euch präsentiert haben. Man sieht im Hintergrund nämlich auch ein bisschen was von den Produkten. Ad Novion ist die Firma, die sich in den letzten speziell 10 Jahren, so lange gibt es die ja, einen Namen weltweit gemacht hat für Akustikoptimierung. Mhm. Ja, jetzt bist du dran. Komm. Ach so, das war so nicht abgesprochen. Ich habe das Skript anders in Erinnerung. Ja. Nein, Ad Novion ist ein Hersteller von Akustikmodulen hier in Portugal. Und ja, wir hatten hier die Factory besucht mit anderen Händlerkollegen zusammen. Im Hintergrund hört ihr auch schon hier einen Testton, der hier in dem eigenen Prüflabor tatsächlich momentan durchläuft, um Module zu testen. Auch da gibt es einige Bilder, das durften wir gestern auch live miterleben. Ja, und so hatten wir jetzt hier die Chance, Ad Novion mal kennenzulernen, die Menschen dahinter kennenzulernen, die Passion, die Leidenschaft dahinter kennenzulernen. Und ja, da würden wir jetzt gerne mal einfach mit durchführen. Genau, also wir durften hier einige Bilder machen. Dadurch, dass es so laut war, konnten wir jetzt nicht live noch direkt das Ganze kommentieren. Also haben wir uns überlegt, aus der Erinnerung heraus, weil wir hatten eine Nacht und einige Superbock-Bier später, sind wir jetzt nämlich wieder hier und haben also überlegt, jetzt machen wir doch mal spontan ein Video aus der Erinnerung heraus und zeigen euch mal das, was wir hier gesehen haben und welche Lösungen Ad Novion in den letzten Jahren entwickelt hat, die weltweit eingesetzt werden. Wenn man in den Eingangsbereich reinkommt, sehen wir nämlich eine ganze Menge namhafte Marken aus dem Bereich Medien. Mhm. Also jetzt ist, da war ja nett, Netflix bei, da war noch eine ganze Menge mehr. Ich zeige Trinov zum Beispiel. Trinov, genau, da ist eine sehr enge Kooperation. Bowers und Wilkins Hörraum vom Werk selber. Also viele verschiedene große Firmen tatsächlich. Genau, die also auf die Expertise der Leute von Ad Novion, sage ich mal, die das in Anspruch genommen haben. Und dann muss man jetzt auch unterscheiden, die Raumakustik, Optimierungsmöglichkeiten, Maßnahmen in Form von Modulen werden einmal in dem professionellen Bereich, der ja extrem anspruchsvoll ist, eingesetzt und im privaten Bereich. Genau, und der private Bereich ist ja der, der uns betrifft, aber für uns ist es natürlich auch immer wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die im gesamten Spektrum ihre Expertise haben. Deswegen sind wir damals ja auch mit Mac Audio in Verbindung getreten als professioneller Kinolautsprecherhersteller und genauso ist Ad Novion ebenfalls aufgestellt. Man sieht hier beispielsweise in dem Prospekt von Ad Novion, ich hoffe, dass ich jetzt nicht an mein Mikro gekommen bin, dass zum Beispiel das Parlament in Brüssel mit Ad Novion-Produkten ausgestattet ist tatsächlich, mit den Clouds an der Decke. Und das ganze Projekt wurde von Ad Novion selber berechnet, geplant und mit den Dienstleistern vor Ort dann umgesetzt. Und das soll euch einfach nur zeigen, dass wir hier nicht irgendeinen Hersteller von Akustikmodulen haben, der irgendetwas zusammenbaut, was dann auch in der Regel ganz gut funktioniert, sondern das ist wirklich ein professioneller Hersteller, der auch im gewerblichen Sektor einfach anerkannte Expertisen hat. Okay, also wir haben uns das hier angeschaut in der Lagerhalle. Das ist ein Teil hier ein bisschen gelagert an Rohmaterialien. Und man hat dann hier uns das große Lager gezeigt. Man ist also in der Lage, jetzt mittlerweile auch deutlich schneller Ware zu liefern. Das ist auch nicht ganz unwichtig für uns, weil wir können auch nicht alle Teile auf Lager haben. Also die Lieferzeiten sind deutlich kürzer geworden. Nichtsdestotrotz ist so eine Planung natürlich schon wichtig, im Frühfeld zu beginnen, wenn ein Raum geplant wird, also der Raum erstmal generell gemacht werden soll, oder wenn ein Raum schon vorhanden ist. Da kommen wir aber gleich nochmal später drauf. Nachdem wir also im Lager
Lager gewesen sind, ging es dann in die Produktion. Mhm. Man muss wissen, die Region hier ist bekannt so für die Möbelindustrie, die man hier hat. Es gibt also eine ganze Menge Möbelhersteller und einer davon ist eben eine Fabrik. Dort wird im Wesentlichen, oder eine Produktionsanlage, die gibt es schon sehr lange und die macht mittlerweile über 90% nur noch Produkte für Adnovion. Genau, das ist eine ganz normale Fabrik, die aber mit zum Unternehmenskonglomerat gehört. Und da konnten wir gestern alle Schritte begleiten und waren teilweise doch verwundert, wie aufwendig das ist und mit welcher Leidenschaft und mit welcher Genauigkeit da auch gewisse Punkte umgesetzt werden. Genau, also unter anderem kann ich daran erinnern, dass sogar eigens Furniere entwickelt werden, die nur für Adnovion-Produkte sind. Es ist sehr viel Handarbeit, wie wir gesehen haben. Es wird aber auch das Ganze ergänzt mit natürlich CNC-Maschinen und einige mehr. Wenn man da alleine sieht, wie viel Geld man dafür wieder mal in die Hand nehmen muss, überhaupt so eine Maschine zu haben, die nachher dann diese wunderbaren Produkte rausschneidet, wie auch immer, aber auch mit Laser haben wir gesehen, genau. Laser-Cutte, das war auch genial. Oder wir sahen, wie gerade wieder eine neue Maschine eingerichtet worden ist, da sind die schon seit einem halben Jahr dran, ein neues Produkt zu entwickeln mit dieser Maschine, was die Fertigung angeht, wie viele Stunden und wie viel Geld da erstmal reingeht, bis man überhaupt ein solches Produkt dann fertig hat. Dann finde ich persönlich das immer sehr faszinierend und ich hoffe, die Bilder, die wir euch zeigen, bringen ein bisschen dieser Faszination rüber. Ihr alle kennt wahrscheinlich, weil ihr es schon mal auf irgendwelchen anderen Bildern gesehen habt, die Sahara-Module von Adnovion. Das sind diese leicht gewellten, die gibt es auch bei Grobi im Studio 1, glaube ich, diese goldenen, die hinten an einer der Seitenwände sind. Und wenn man dann sieht, wie schnell so ein 5-Achs-CNC das aus dem Vollen fräst und mit welcher Detailverliebtheit und mit welcher Genauigkeit und dann hinterher mit Luft und mit Wasser der Schmutz abgewaschen wird vom Fräsen und wie jeder einzelne Mitarbeiter quasi noch mal Hand anlegt, um dann auch wirklich alle Module gleich aussehen und in der gleichen Qualität ausliefern zu können. Das war schon wirklich beeindruckend. Genau, und das haben wir gesehen und wir haben auch gesehen, wie dann natürlich auch, ja, Lackiererei ist ja auch alles genau. Hier beispielsweise drin. Dann haben wir gesehen, wie dann von Hand beispielsweise die Stoffe bespannt werden, wie das dann drauf gespannt wird, wie Sprühklüber erstmal drauf kommt. Das macht der Kollege auch den ganzen Tag in den verschiedensten Ausführungen dann dort, weil natürlich die Individualisierung, das heißt also die Bandbreite der Farben und die Bandbreite der Oberflächen sich auch noch ein bisschen unterscheiden. Das kann man auch alles sehen auf der Seite von Adnovion. Und jetzt kommt eben, genau, und das will ich auch noch mal zeigen, was sehe ich im Hintergrund die ganze Zeit. Lass uns noch mal eben in den Raum da reingehen. Das war jetzt nicht abgesprochen. Ja. In diesem Raum sehen wir ja diese Holzpanelwand. Wie würdest du die jetzt genau bezeichnen? Gibt es da irgendwie einen besonderen Namen für? Oder? Das ist im Prinzip, ich mach mal Licht an. Sehr gut. So. Das ist im Prinzip ein Akustikpanel. Das hatten wir auf der ISEF schon vorgestellt, was man so in ähnlicher Form von diversen Anbietern auch in deutschen Baumärkten kennt. Aber das hier ist nicht einfach nur ein Panel, wo gleich breite Leisten auf irgendwelchen PET-Rückwänden genagelt sind, sondern das hier ist im Prinzip ein Diffusor, der berechnet ist. Das heißt, die Breite der Leisten, die Tiefe des Abstandes ist genau berechnet und dadurch kann man wirklich diese Wand als Diffusor verwenden und hat einen definierten Frequenzbereich, wo dieser Diffusor wirkt. Und wenn man dann das Ganze, so wie hier auch gestehen, noch aufbaut mit entsprechenden Rückenteilen, so dass man dahinter noch Dämmung bekommt, was auch immer man dort aufnehmen oder verwenden möchte, kann man das Ganze dann auch noch als Absorber verwenden. Und allein in diesem Raum, ihr seht, der Raum ist komplett leer, nichts an der Decke, nichts an der Wand, nichts dort. Und wenn ich jetzt hier vor der Wand stehe, dann dürfte sich auch meine Stimme auf dem Mikrofon deutlich verändert haben, als wenn ich jetzt hier in der unbehandelten Ecke stehe. Ich bin mir sicher, ihr hört das Echo auch über das Mikrofon. Und das sind dann Produkte, die wirklich auch von Experten berechnet sind. Also nochmal, nicht einfach nur irgendwas zusammengebaut, weil es schön aussieht, sondern das R&D-Team hier von Adnovion entwickelt und berechnet diese Module und hat einen eigenen entsprechenden Hallraum, wo das Ganze dann auch getestet, gemessen wird. Wir waren bei so einer Messung dabei, wie nur 3 Bass-Traps in einem leeren Raum dann gleich die Raummoden teilweise um 6 dB, 7 dB senken. Bilder davon haben wir auch gemacht, also es war wirklich schon sehr interessant. Und bei der Wand jetzt hier nochmal vom Material ist mir aufgefallen, hier werden ja richtig, wirklich echte Holzleisten verwendet. Genau. Die werden dann von Hand da zusammengestellt, da haben die so eine Schablone, dann wird es getackert, also eine ganze Menge Aufwand. Ist schon ein gewaltiger Unterschied allein in der Anfassqualität und im Ganzen her, im Vergleich zu dem, was man sonst so als die klassische Baumarktware kennt. Und es hat eben noch wirklich einen deutlich größeren Nutzen, wie du gerade gesagt hast. Akustisch auf jeden Fall. Also, und vor allen Dingen berechnet. Also man kann es wirklich, es ist kein akustischer Blindflug, wie es bei anderen
Akustikpaneelen ist, wo man einfach sagt, ja, wir gucken mal, ob sich irgendwas an der Akustik verändert, sondern hier kann man genau sagen, in dem und dem Frequenzband haben wir die und die Diffusion und mit dem und dem Material dahinter haben wir die und die Absorption. Das Team, was hier ist, ist ja wirklich ein cooles Team. Ne? Also es gibt hier den Experten für Chemie, sag ich mal flapsig. Das ist der Kollege, der dann die neuesten Materialien hier teilweise mischt bzw. sich ausdenkt oder eben holt, um also die bestmöglichen Oberflächen und auch die bestmögliche Materialqualität zu bekommen. Mhm. Dann gibt es hier einen Professor von der Uni aus England, der ist hier mit Teilhaber bzw. mit Partner und entwickelt hier also ganz tolle Geschichten. Es gibt diverse Patente, die man jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Der Chef selber, das habe ich gestern gemerkt, der hat mich sehr an Wilfried erinnert. Der konnte quatschen ohne Ende hier, der gute Mann, und hat also hier uns also mit einer Leidenschaft das alles hier erzählt. Er hat das studiert. Also Audioingenieur. Er ist Audioingenieur und hat dann eben diese Firma hier aufgebaut und seit 10 Jahren unter dem Namen Adnovion. Kann ich nur sagen, das ist jemand, der mit mehr als Leidenschaft diese Firma hier führt. Auch das ganze Team macht einen sehr, sehr guten Eindruck und es ist beeindruckend, wie diese 10 Jahre jetzt an dieser Firma vorbeigegangen sind, mit welcher Entwicklung. Wir wollen euch jetzt Folgendes dazu nochmal ergänzend sagen, weil die Frage ist ja, gut, schön, dass es das alles da im fernen Portugal gibt, was haben wir denn davon? Also es gibt ja 2 Ansätze. Das eine ist der Ansatz, den der gute Holger eben tagtäglich und auch die Nacht mit viel Leidenschaft erfüllt, nämlich das Thema Kino bauen. Da gibt es den Klassiker vom Aufbau her und es gibt aber auch weitere Möglichkeiten, die wir einfach immer wieder stärker jetzt mal ins Bewusstsein von allen, die überlegen, ein Heimkino zu planen, damit bringen möchten. Mhm. Vielleicht erläuterst du das nochmal aus deiner Sicht. Also das klassische Heimkino, was wir in der Regel planen, wir machen ja im Jahr ganz grob 50 Projekte. Das heißt, so 10, 15 Kinos bauen wir selber immer. Ihr seht das auf Facebook. Gerade sind die Kollegen am Kino Nummer 8 und wir haben einen Juni. Also wir haben dieses Jahr, denke ich, auch ein sehr gutes Jahr, was die Bauplanung, was die Bauten angeht. Und wir planen ja so ungefähr 40 Kinos, die ihr selber baut mit unseren Bauplänen oder mit den Akustikplänen. Und standardmäßig, das wisst ihr, die ihr auch die Videos verfolgt, sind die Kinos mit Holzständerwerken versehen, die Akustikmodule sind dahinter und das Ganze ist mit Stoffrahmen bespannt. Klassiker. So, aber wir haben einige Bilder auch von Adnovion selber erhalten. Gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Jemand, der diese handwerklichen Ausführungen scheut, der das nicht machen möchte, der nicht den ganzen Raum mit Holz zubauen möchte, hat natürlich die Möglichkeit, mit Adnovion Produkte zu beziehen, die auch optisch sehr ansprechend sind, die teilweise aus Architekturlinien kommen, die man auch im Wohnzimmerbereich sogar verwenden könnte, in allen möglichen Farben. Und das ermöglicht es uns natürlich auch, Kinos zu planen, zu berechnen und dann auch von euch bauen zu lassen oder auch durch uns bauen zu lassen, die optisch einfach mal ganz anders aussehen, wo man die Module an der Wand sieht und wo man einfach mal ganz andere Wege geht. Und da bietet sich Adnovion einfach an, weil es ein absolut perfektes Finish ist. Wir haben die Lackierstraße gesehen, wir haben gesehen, mit wie viel Anmutung dort tatsächlich der letzte Dreck noch abgerieben wurde, wie oft das angeschliffen wurde, um es wieder neu zu lackieren. Also wirklich toll. Und ja, deswegen wollen wir zukünftig dann auch diese Produkte in einer anderen Linie auch bei uns mal einsetzen, so dass wir euch da einfach neue Wege zeigen können. Genau, das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist der, den wir auch mit der E-Mail raumakustik@grobi.tv pushen. Das ist unter anderem in Kooperation mit unserem Holger 2 die Variante, dass ihr sagt, wir haben ein Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer, welches wir hier haben, haben wir eine gewisse Problematik in der Klangverständlichkeit, das Halt vielleicht zu sehr, Nachhaltzeiten und was nicht alles. Das ist entweder vielleicht durch Holger 2 bereits schon festgestellt worden. Diese Situation hat es ja in der Vergangenheit auch nicht gerade selten gegeben. Dann hat er auch schon mal aus seinem Auto das eine oder andere Modul rausgeholt und dann gezeigt, wie man sowas besser machen könnte. Oder wir haben die Möglichkeit in Zukunft, und das ist das, was wir jetzt anbieten wollen, wenn es konkreten Wunsch gibt, einem Raum entsprechend aktiv zu werden, dann schickt uns die Daten vom Raum, von der Raumgröße, auch Fotos dabei, vielleicht auch schon ein bisschen, was euch da gefällt oder nicht gefällt. Vielleicht habt ihr ja selber schon mal eine Messung gemacht. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir mit Adnovion-Lösungen euch dann in dem Fall den Raum A so lassen können, vielleicht sogar noch ein bisschen schöner machen können und B natürlich klanglich besser erleben könnt. Genau, also wir haben da die Möglichkeit, natürlich zum einen das selber zu simulieren. So planen wir auch die ganzen Kinos. Wir haben aber jetzt auch die Möglichkeit, auf Adnovion zurückzugreifen, die uns in die Lage versetzen, das Ganze dann auch zu simulieren und zu berechnen. Das heißt, am Ende dieser Berechnungsprozesse bekommt man dann genau mitgeteilt, wie entwickeln sich die Moden, wie entwickelt sich der Nachhall, haben wir alle Reflexionen beseitigt, welche Module brauche ich, welche Optik kann ich mir auswählen, welche Produktreihe kommt für mich in Frage. Und das versetzt euch natürlich in die Möglichkeit,
zum einen zu wissen, was ihr akustisch machen müsst, damit euer Klang in eurem Wohnzimmer, in eurem Musikzimmer noch besser wird. Und natürlich auch das Ganze dann WAF-freundlich zu gestalten, damit dann die Frau mitentscheiden darf, welche Farbe hat die Oberfläche des Holzes, welche Farbe hat irgendein Absorber, aus welchem Material soll was sein. Und das Ganze, ja, ist einfach jetzt quasi der nächste Schritt, um dann nicht nur Akustikmodule an die Wand zu bringen, sondern das auch ins Interieurdesign mit einfließen zu lassen. Jetzt sehe ich gerade das hinter dir, zwar nicht golden, sondern silber, aber da ist ja diese Platte unten, siehst du die? Nimm die doch mal bitte nochmal in die Hand, zeig uns das gute Stück. Das ist ja eins der Stücke, welches bei uns, also auch im Studio, es ist übrigens Studio 2, das Stereo-Studio, welches da immer auch für sehr große Aufmerksamkeit sorgt. Manch einer denkt, das ist ein Lautsprecher. Nein, ist es nicht, sondern das ist wirklich ein, wie heißt der nochmal? Das ist der Sahara-Absorber, der auch zum Teil diffuse Eigenschaften hat. Und der tatsächlich, man sieht so auch nochmal, aus dem Vollen gefräst ist, mehrfach lackiert ist, mit berechneten Akustik-Schaumstoff hinten dran, mit definierten Abständen zur Wand, so dass dieses Airgap auch nochmal akustisch wirkt. Und all das ist halt berechnet, ist geprüft, gibt es auch entsprechende Prüfzertifikate von, so dass das also ja wirklich als seriöses Akustikmodul zum Einsatz kommen kann. Genau, also seriös, können wir wieder direkt am Anfang, wenn also Firmen wie Netflix und Co. und es gibt noch ein paar andere, die man leider vom Namen her nicht nennen darf, die aber gerade europaweit und auch in Amerika ihre Studios damit ausgestattet haben, dann ist das schon ein Zeichen von höchster Wertschätzung. Und das ist eben hier mit Adnuvion jetzt in den letzten Jahren passiert. Und ich sag mal, das belgische Parlament, nochmal zu dem Beispiel, das ist ja schon über 200 Jahre alt wohl vom Gebäude her und hatte eben unter anderem das konkrete Problem, dass wenn da vorne einer mal ein bisschen gesprochen hat und die reden wohl auch ein bisschen emotionaler wie bei uns im Bundestag, dann war das schwer zu verstehen. So, weil das einfach sehr hallig war und das dann Übersprechungen gibt und was nicht alles. Und dann haben die es wirklich geschafft, ohne die Bude neu zu bauen, da in die vorhandene Architektur mit entsprechenden Individuallösungen, da auf höchstem professionellem Stand, das Ganze so zu verbessern, dass die also mehr als erstaunt waren, die alle, die da unten normalerweise im Plenum sitzen und fast schon ohne Mikro sprechen konnten, weil das wirklich, wirklich sofort nachvollziehbar war, wie dann eben die Klangverbesserung stattfand. Genau, zum einen nachvollziehbar und zum anderen natürlich auch gemessen. Aber es gibt noch andere Beispiele. Das größte Tonstudio in Asien, da gibt es auch Bilder von, wurde mit Adnuvion ausgestattet. Von Bong & Olufsen, so ein Vorführraum, wurde mit Adnuvion-Modulen ausgestattet. Einer der Räume in Paris bei Trinov. Und so gibt es einfach eine ganze Reihe an Unternehmen, die auf dieses Unternehmen, auf Adnuvion-Produkte zurückgreifen, um einfach hier auch, ich will jetzt nicht sagen den Klassenprimus, aber sicherlich die Champions League an Akustikmodulen bei sich zu verbauen. So, und das war der Grund, warum wir uns heute hier nochmal präsentieren wollten und euch mal zeigen wollten, was wir hier alles erlebt haben, warum wir die Strecke gemacht haben, weil das hatten wir schon lange geplant und jetzt haben wir es endlich machen können. Und ich denke, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges zu dem Thema machen können. Und wenn ihr jetzt eben dieses Video gesehen habt, hoffe ich mal, dass ihr auch da nochmal etwas mehr an Informationen bekommen habt, Erfahrungen habt. Und vielleicht seid ihr ja dabei und sagt, jawohl, das wäre jetzt die Lösung für mich. Und deshalb nehmt einfach Kontakt mit uns auf und dann schauen wir mal, was wir euch da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten anbieten können. Und gib mir noch 2 oder 3 Wochen, dann haben wir schätzungsweise Mitte Juli und dann sind die Produkte auch bei uns im Online-Shop in den verschiedenen Ausführungen, in den verschiedenen Farbvarianten und dann könnt ihr euch dort natürlich einen umfassenden Eindruck darüber verschaffen, was es gibt und auch was das kostet. Ansonsten die Seite von adnuvion.com gibt auch sehr viele Informationen, sehr viele Beispiele zu Studios, zu HiFi-Räumen, zu Heimkinos, wo ihr euch einfach auch nochmal einen Eindruck von der Optik und dem Design machen könnt. Und nicht zu guter Letzt, natürlich könnt ihr uns auch ansprechen, wenn ihr Unternehmer, Firmeninhaber seid und ihr sagt bei uns im Callcenter, im Telesales, in der Buchhaltung, wo auch immer, halt es zu sehr. Auch hier können wir euch natürlich beraten und die Raumakustik in diesen Räumen, in diesen gewerblichen Räumen verbessern, sodass ihr dort dann auch die Sprachverständlichkeit deutlich erhöhen könnt, dass der ganze Nachhall sinkt. Also auch für solche Anwendungsfälle sind wir gerüstet und haben da mit Adnuvion den richtigen Partner. Wunderbar. Schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht einfallen lassen können. Ich würde sagen, das war's jetzt. Jetzt gehen wir wieder in den größten Mietwagen von Porto und dann fahren wir zum Strand und lassen es uns gut gehen, wa? Ja, oder wir arbeiten jetzt noch 3 Stunden, dann gucken wir heute Abend Portugal-Spiel, ist nämlich noch Europameisterschaft. In Porto, Portugal sich anzugucken, ist sicherlich auch eine tolle leidenschaftliche Erfahrung. Und morgen früh geht's dann back to Germany. Alles klar. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann bitte liked unseren Kanal. Fingerchen hoch wäre toll und die nächsten Videos sind in der Pipeline. Kommen demnächst. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Du hast vorhin von einem Mustang V8 gesprochen. Das ist kein Mustang V8. Sollen wir mal erstmal alle Kratzer aufnehmen? Er hat sie ja schon aufgenommen.